Heute im Test der Xiaomi Mi Wi-Fi-Router in der Version 3, ein topaktueller Router des chinesischen Produzenten Xiaomi. Bereitgestellt wurde mir das Gerät von gearbest.com und in diesem Video schauen wir uns zunächst den Lieferumfang an und natürlich auch den Router mit seinen einzelnen Funktionen. Ich habe den gesamten Lieferumfang des Xiaomi Mi Mini-Routers hier vor uns ausgebreitet. Natürlich haben wir hier einerseits den Router selbst mit den vier großen Antennen. Hier die Bedienungsanleitung, die komplett in Chinesisch verfasst ist. Eine englischsprachige oder gar deutschsprachige Bedienungsanleitung liegt Xiaomi-Produkten oft nicht bei. Und hier haben wir zudem den Netzstecker mit 12 Volt und hier natürlich mit dem chinesischen Anschluss. Man benötigt also einen Adapter. Oftmals legen die Händler selbst einen Adapter bei oder man kauft sich hier so ein kleines Gerät. Wir sehen hier beide Xiaomi Mi Mini-Router-Modelle, einmal hier der Vorgänger mit noch zwei Antennen und hier die neue Version 3 mit vier verstellbaren Antennen. Beim Design hat sich also so einiges getan, der neue Router ist etwas größer als der Vorgänger. Bei der Hardware hat sich allerdings kaum etwas verändert, beide Router setzen immer noch auf einen MediaTek MT7620A-Prozessor, der mit 580 MHz taktet. Der Flash-Speicher hat sich im Gegensatz zum Vorgänger etwas vergrößert. Hier hatten wir noch 16 MB. Der neue Router hat bereits 128 MB zur Verfügung. Der Arbeitsspeicher ist gleich geblieben bei 128 MB. Und auch die Anschlüsse des Routers sind gleich geblieben. Wir haben hier immer noch einen WAN-Port und zwei LAN-Ports, eine USB 2.0-Buchse, eine Reset-Taste und hier der Netzeingang. Auf allen Ports ist eine Übertragung von nur 100 Mbit möglich. Gleiches gilt hier für diesen Vorgänger, bei dem ebenfalls die Anschlüsse nur etwas kompakter angelegt wurden. Auch dieser Xiaomi-Router besitzt eine chinesischsprachige Web-Oberfläche. Wir befinden uns hier auf der Übersichtsseite und wer mit der chinesischen Sprache nicht zurechtkommt, kann diese auch einfach mit dem Google-Übersetzer übersetzen lassen. Wir sehen hier einerseits die aktuelle Datenübertragung. Wir sehen, welche Netzwerkgeräte verbunden sind und welche Datenmengen übertragen wurden. Wir sehen hier die CPU-Auslastung und natürlich auch die Speicherauslastung. Hier befinden wir uns bei der Media-Funktion des Routers. Man kann also ein externes Speichergerät mit dem Router verbinden und über das Netzwerk auf die Daten zugreifen und diese auch teilen. Zusätzlich kann man hier noch einen Windows-Client herunterladen, mit dem die Datenübertragung dann noch vereinfacht wird. Natürlich lassen sich auch Einstellungen vornehmen, hier bezüglich des Wi-Fi. Aktuell ist das 2,4G und 5G-Netz in Verbund geschaltet, also können wir hier nur eine Konfiguration durchführen. Man kann die SSID bestimmen, die Verschlüsselung lässt sich festlegen. Das Passwort kann natürlich gewählt werden. Wir können hier den Kanal wählen, die Signalstärke und natürlich ebenfalls hier für das 5G-Netz. Und gibt es noch ein Gäste-WLAN? Dieses lässt sich ebenfalls separat aktivieren. Es gibt Internet-Einstellungen. Hier kann unter anderem DHCP aktiviert werden. Man kann den DNS selbst festlegen. Die WAN-Port-Rate lässt sich verändern. Die MAC-Adresse lässt sich neu bestimmen. Zudem gibt es hier Sicherheitseinstellungen, wo man das Passwort zurücksetzen kann. Es gibt einen MAC-Filter mit einem Whitelist- und Blacklist-Modus. Hier nochmals LAN-Einstellungen zu DHCP und zur LAN-IP-Adresse. Updates können direkt über die Software hier durchgeführt werden. Man kann sich ein Update-Protokoll anzeigen lassen und natürlich auch die Werkseinstellung wiederherstellen lassen. Bei den erweiterten Einstellungen haben wir QoS, wo man unter anderem festlegen kann, welches Netzwerkgerät welche Datenmenge zur Verfügung hat. Hier nochmals Einstellungen zu DHCP. Es gibt Dünn-DNS.
Port Forwarding. Hier unten sogar DMZ. Und natürlich kann man auch hier einen VPN-Server eintragen. Wenn ich hier einen Dienst hinzufügen will, steht PPTP oder L2TP zur Verfügung. UPnP lässt sich natürlich ebenfalls aktivieren. Im Vergleich zum Vorgängermodell hat sich hier wenig getan. Ich würde sogar sagen, dass die Benutzeroberfläche 1:1 übernommen wurde und dieser Router die gleichen Updates erhält wie bereits der Vorgänger.